Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mighty Pirates vs. Hosenkorb. Ja, und wir bauen jetzt hier weiter. An dieser Oder schönen uns Treppe. so. Zu dieser tollen Kiste. Die Treppe zur Kiste. Ganz, ganz wichtig. Sehr auch. Schön extra ein Loch im Dach, damit die Kiste aufgeht, oder? So sehr, sehr kreativ. Ja, mal. Wäre viel zu einfach gewesen, die Maschine einfach eins vorzusetzen, weißt du? Haben wir eigentlich noch Gold? Gold? Ich habe gerade die ganzen Dust im Inventar, weil gerade keine Kiste mehr da war. Ja, dann schmilzt doch bitte mal Gold. Was sagt denn die Tageszeit? Da. Ja, sobald das durch ist. Habe ich überhaupt noch Gold? Ja, ein Gold habe ich noch. Ich habe sogar noch. Also ich könnte noch mal 7 Gold machen. Zwei brauche ich. Zwei brauchst du, dann mache ich noch eins rein. Und dann mache ich, was wollte ich denn? Ach, richtig. Dann mache ich nämlich jetzt gleich die Redstone Furnace. Sehr gut. Dann kann ich ja wieder eine Kiste drauf machen. Au! Au! Wir haben hier ein Skelett im Garten, das schießt auf unsere Hühner. Den Rest müssen wir schon wieder weg. Ah ja, sehr schön. Lass mir die Tür zumachen. Oh, verdammt, 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 verdammt. Das ist scheiß Vieh. Spaß! Oh, da ist noch eins. Oh, 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 oh. Du hast gar nicht viele Pfeile in dir drin stecken oder sowas. Und da oben schwebt ein unter der Decke ein Pfeil. Auch interessant. Wir sollten unbedingt diese Kiste vor der Eingangstür mal entfernen, weil da kommt man irgendwie nicht so toll rein manchmal. Ach, wenn man mal rein muss. Das liegt mir daran, dass die Tür nicht aufgeht wahrscheinlich. Richtig. So, wie schaut's aus? Ach du Schande, das sind ja mehr. 4, 8, 12, 16, das brauchen wir. Clay. Hier. 16. Wurscht. Der schießt jetzt nicht wirklich auf unsere Kühe, oder? Die vermutlich Sau. Schon. Seit wann greifen die normale Viecher an? Machen die das schon immer? Nee, okay, es ist still. Ich stand wahrscheinlich einfach nur im Weg. Wo ist er denn? Da im bei den Kühen. Wieso? Weil. Nee, wieso ist das eine kleine Viech da draußen? Die Hühner, die abhauen, werden getötet übrigens. Das ist hier so eine Regel. Bleibst du drin? Nein. Wir haben Verlust. Ich hol mal was zu essen. Hab ich schon. Also, dann hole ich nichts zu essen. Aber es wird Tag, das ist schön. Dann kann ich mal da wieder hochgehen und. Ja, du anderes Viech, komm auch her. Schieb die mal rüber. Komm, Kuh. Ey. Rüberschieben, nicht wegschieben. Ja. Wow. Hallo, Spinne. Um Gottes Willen. Nein. Tagsüber ja eigentlich nichts tun sollten, oder? So, wir haben jetzt noch zwei Schafe verloren. Macht nichts. Wir haben es ja. Oder so. Aber das eine schieben wir jetzt. Problem ist, wir haben jetzt nur noch eine Kuh. Nee, wir haben zwei Kühe. Weil die. Kleine ja auch wieder erwachsen wird. Richtig. Komm, das heißt, die wird hier geschlachtet, das ist schon okay. Das klingt voll nach Inzest, was ihr da vorhabt. Auf eine gewisse Weise ist das in Minecraft gang und gäbe. Erklärt so einiges. Bei uns auf dem Haus ist übrigens eine Spinne. Ja, das hört man. Geh runter. So. Go, noch zwei Bricks. Yes. Was brauche ich dann noch? Redstone und Kupfer. Yay, so, wir hätten jetzt einen Harvester und einen Planter von Minefactory Reload. Sehr schön. Also. Mal schauen, wie ging denn da das Upgrade? Oh. Braucht ihr nur zwei, nicht vier. Copper, Redstone. Wir haben einen Ofen. Ole. Sehr gut. Sehr glücklich. So, jetzt aber. Echt mal.
Blöde Gras hier überall. Der auch funktioniert. Ist das nicht unglaublich? Ist es übrigens Absicht, dass das Zeug in Metallurgic Infuser gegeben wird? Sorry, ich muss mal ganz kurz wohin. Ich wurde gerufen. Jetzt ist er weg. Er wurde in eine andere Dimension entführt. Oh mein Gott. So schaut's nämlich aus. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier anfangen sollten zu singen. Nee, bitte nicht. Das lassen wir andere machen. Ja, ich glaube, jeder, der zuschaut, würde es uns danken. Oder wir werden es zweifach und dreifach zurückbekommen. Das könnte auch passieren. Ja, das auch. So. Diese blöden kleinen Bäume. So, weil wenn man die Wahl hat zwischen Eis und kein Eis, dann ist die Wahl. Oh ja. Du bringst uns nichts mit? Das ist. Nee, tut mir leid. Finde ich nicht fair. Also ich habe jetzt hier so eine halbe Höhle ausgegraben beim Planieren. Da stellt sich die Frage, warum nur die halbe? Weil die sehr tief nach unten geht. Und ohne Roboter mache ich ja nichts in die Tiefe. Oh. Gut, dann messe ich mal weiter. Stimmt, ja. Essen. 1, 2, 3. So, 2 sollten reichen, damit wir hier ein bisschen weiter graben können. Wie sieht's eigentlich aus? Sticks haben wir noch ein paar, Fackeln habe ich auch noch ein paar. Das sollte dann doch ausreichen, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber es müsste funktionieren. Oh, ich habe ja sogar noch eine Schaufel. Was war da hinten eigentlich? Mit alles. Jetzt geht leider meine schöne verzauberte Schaufel mit plus 3 Attack Damage drauf gleich. Das sind ja auch so die ganz wichtigen Dinge im Leben. Ja. Mhm. Richtig. Spinnengeräusche sind echt nervig. Mhm. Oh, kaputt. Ja. Da war anscheinend schon mal wer. Ich sehe schon, Sulfur wird überhaupt nicht benötigt. Das lasse ich jetzt auch mal liegen. Ja. Da hinten war da was. Du buddelst gerade im Untergrund, oder wie? Ja, genau. Ich schaue, ob ich vielleicht noch ein bisschen Osmium finde. Wir haben ja vorher gemerkt, oder beim letzten Mal rausgefunden, dass wir noch Osmium brauchen. Keine Ahnung mehr, was das hier war. Das war Aluminium. Nimm das mal mit, dann suche ich beim nächsten Mal nicht nochmal. Nein. Gut, dass es nur ein See ist und kein Lavasee. Nur ein Seesee. Aber gut, die Lavaseen, die lasse ich ja dem Flo. Oh, jetzt liegt hier ein Danke. Fisch. Der zuvorkommt. Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt hat es einen Fisch rausgespült. Ja. Den konnte ich jetzt einsammeln. Finde ich sehr schön. Wunderbar. Gell? Mhm. Bist du begeistert? Sind wir jetzt einen Fisch reicher. Mhm. Und danke für den Fisch. Genau. So, ich bin auf meiner Suche nach Osmium auf Zinn gestoßen.
Auch was Schönes. Nicht das, was wir brauchen, aber. Find doch Wobei, mal ein paar natürlich immer. Diamanten. Ja, nee, Zinn haben wir eigentlich auch was. Diamanten wären cool, ja. Ich weiß gerade nicht konkret, wofür sie jetzt kurzfristig bräuchten, aber langfristig wären sie definitiv Ich bräuchte gradlinig. relativ bald hier für die Farm was. Ah, Weil wenn, okay. dann hole ich gleich das große Upgrade und dann kriegen wir eben das ganz große Okay. Feld. Ich weiß nicht, ist es nicht Overkill? Osmium. Keine Ahnung. Warum nicht? Was? Weil wir jemanden für was anderes verwenden können, dann. Weiß ja So. nicht, also gut. Ich habe hier gerade eine recht große Höhle gefunden. Schön. Ja, sehr schön. Beziehungsweise, Höhle ist jetzt übertrieben, sondern halt so ein, Wow. dass The es fuck? weitergeht. Was ist das? Hä? Bompal. Irgendwas hat mich gerade angesprungen. Ich habe Schaden genommen, hat es Puff gemacht und es war weg. Ich weiß nicht, was es war. Das ist nicht besonders beruhigend. Verstehe ich. Hast du schon wieder an dieses pulverisierte Fass gefasst? Fass, wie heißt Was? Pulver gefasst? Was? Nee, Das. habe ich nicht. Es war keine Radiation Damage. Es war draußen. Ich bin Sagt zur er Tür raus jetzt. und das ist passiert. Oh, Gold. Findet man ja alles Tolles. All die schönen Dinge. Also Aluminium lässt sich sehr schnell abbauen. Und Okay. Kohle können wir auch gebrauchen. So, jetzt stehen da schon wieder so halbe Bäume rum. Super. Ah, Yellow Fluoride für Reaktorkraft brauchen wir jetzt eher nicht, oder? Ich denke eher nicht, nein. Ich habe das Gefühl, bis wir das brauchen, werden wir so viel gefunden haben. Wahrscheinlich, ja. Was haben wir denn momentan recht viel? Zinn. Weil ich Wir könnte haben dann. über zwei, wir haben drei Stacks Polarized Tin. Okay. Tin sind aber Dreieinhalb. nur 1, 2, 3, 4 mal 4 Felder, das ist nicht so toll. Bronze, Silber, Kupfer, Gold. Kupfer, glaube ich, oder? Reichen dir 9x9 nicht? Ich will mehr. Ich will Aber warum? mehr. Ja, also man könnte halt theoretisch verschiedene Sachen dort anpflanzen, wenn man ein großes Feld macht. Aber wir können natürlich auch mehrere kleine Felder machen. Bin für mehrere kleinere. Okay. Nur. Oh, ich habe eine Schildkröte gefunden. Die ist verdammt schnell. Okay. Sieht aus Kannst wie du drauf reiten? eine Hovercraft-Schildkröte. Schildkröte auf Speed. Nein, aber ich kann die Schildkröte auf den Rücken legen. Die arme Schildkröte. Ja, wie lustig ist das denn? Also, wenn ihr Schildkröten findet, klickt mit der rechten Taste auf die Schildkröte und dann legt sie auf den Rücken und bewegt sich nicht mehr. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich möchte diese Schildkröte mitnehmen. Aus dir. Aber die bleiben wahrscheinlich nicht, gell? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Okay, die ich anderen haben baue da. irgendwie eine Karnickelzucht. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben, aber. Diese Schildkröte bleibt jetzt hier. Liebe Bis. Lava, würdest du da bitte weggehen? Sitz Ich und möchte da bleib. abbauen. Du kannst ja mal ein bisschen warten, vielleicht. Ja, ich glaube, Geht's das ja irgendwann. hilft. Ganz viel Geduld. Ganz, ganz viel Geduld. Ich könnte die Schildkröte auch einfach auf den Rücken legen und dann kann sie nicht abhauen. Wie viel Osmium haben wir gesagt, brauchen wir? Viel. So. Ja, damit nein. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die in der nächsten Nacht noch da ist. Wir brauchen 1, 2, 6 und 32. Nee, 34. Wir haben jetzt noch Insgesamt? 19. 34 und wir haben noch 19. Okay. Also Rein eine dafür. Ich weiß es gerade nicht, ob ich für die Baumfarm noch was brauche. Ja, für die Baumfarm. Logistical. Also Pipes Ja, jetzt, okay. genau. Ich glaube, das waren bloß die Also ich habe jetzt 14 gefunden. Generatoren, ja. Ah ja, sehr gut.
Der dann damals, denke ich, das passt. Das ist sehr gut. Dann. Böser Zorn. Geh von der Schildkröte weg. Und noch ein schönes Ruby. Und weil wir gerade da haben, Sulfur. Und dann schaue ich mal, so was anbietet, ne? Ist. Genau, also wenn man es mir schon mit in your face anbietet, dann. Warum sind jetzt eigentlich im Hühnerstall zwei Schafe? Interessant. Warum nicht? Auch eine gute Frage, ja. Und im Zweifel, weil sie es können. Ja, wie immer halt, ja. Die übliche Antwort. Fischi! So. Wo habe ich den Glowstone-Dust hier? Das sind diese Pilze. Okay. Lala. Lala. So. Was war denn der Dynamo? Silber. Was baust du gerade? Noch ein Dynamo und noch eine Furnace für die Form dann zum Charcoal herstellen und das Ganze antreiben. No. So. Was brauche ich denn alles? Ich habe mir sowas geschickt, wenn ich in Kisten irgendwie reinschaue und was mir denkt, das nehme ich jetzt raus. Dann packe ich es immer in die unterste Zeile von der Kiste und mache es momentan zu. Und dann wundere ich mich, dass ich es nicht dabei habe. So. Ja. Okay, die geht noch viel weiter. Und ich habe einen Creeper gefunden. So, das ist so der Moment, wo ich sage, das ist schön, ich gehe jetzt. Ich gehe da mal. Hatten wir nicht irgendwo einen Gummibaum? Vor der Haustür. Ist das einer? Ja, da müsste jetzt ein paar Sattel. Rubberwood. Sehr gut. Oh, das ist eine Spinne. Ich hoffe, du hast für deine Tree Farm vor, gleich Rubberwood zu benutzen. Ja, warum nicht? Wenn wir einen Sapling hätten. Müssten wir eigentlich. Kommt das Rubber aus dem Stamm oder aus den Blättern, wenn ich. Aus dem Stamm. Also einfach ganz normal abholzen. Ja. Ja. Also Wood haben wir noch, aber Sapling sehe ich jetzt keinen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass dann welche aus den Blättern rauskommen, von dem einen Baum, den ich vorab geholzt habe, aber kam kein einziger anscheinend raus. Bis. Ja. Es sei denn, die spawnen verdammt schnell. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Eben. Die Seedlings kommen auch nicht so häufig raus anscheinend. Ja, das meinte ich damit. Sagt mir nicht, dass ihr es nicht geschafft habt, in zwei Bäumen einen Sapling zu bekommen. Ich in meinen einen nicht. Ah, einen habe ich im Inventar, sehe ich gerade. Das ist gut, dann. Ah, ich habe auch noch zwei. Nachträglich lagen. Komm, schaut man mal hin. Nee, die lagen hier noch rum. Also entweder also hat es irgendwie nicht aufgesammelt oder. Ich bin mal so frei und tue das Osmium direkt in den Pulverizer. Ja. Ich glaube, die Seedlings kommen aber trotzdem aus dem. Ja, natürlich, aus den Blättern. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja. Rubber, das Rubber kommt. Ja, 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 ja. Gut, dann haben wir ja ein paar. Wie sieht das eigentlich mit Essen aus? Inwiefern? Haben wir was? Ich habe ein bisschen was. Ich habe ein Steak im Inventar, das ich wahrscheinlich gleich selber essen muss. Ich habe eigentlich gar nichts. Du kannst von mir ein Hähnchen haben, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ich lade dich auf dem Händel ein. So. Dankeschön. Warum hast du eigentlich einen Blumentopf auf dem Kopf?
Ja, weil du es kannst, aber warum? Warum nicht? Er hat sonst nichts. Über das haben wir jetzt noch Glas oder nicht? Ah, da. Okay. Da fallen Saplings runter. Siehst du die? Ja. Okay. Sich draußen holen. Ich habe keinen mehr. So, wir haben 28 Osmium hier. Sehr gut. Plus 19 Osmium Dust, den ich mal schmelzen werde. Warum ist Redwood Planks im Hopper? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es das Dach ist, was runtergefallen ist. Und warum packt der nichts in den Pulverizer? Weiß ich nicht. Hast du den verbunden oder hast du den da nur hingestellt? Dann ist der verbunden. Vielleicht ist der Pulverizer nicht auf Input oben. Wo ist denn das? Configuration. Oben ist. Nein, oben ist. Ah, jetzt. Besser. So, 42 Osmium Ingots. Ist doch schon mal ein guter Anfang. Ja. Boah, wir haben Skelett bei uns drin. What the fuck, man? Ist der da reingespawnt oder was? Was ist das denn für eins? Was geht mit dem ab? Was ist das denn für ein Skelett? Du darfst an dich anscheinend nicht bewegen. What? What the fuck? What the... Oh, da ist noch ein super Skorpion auch, der irgendwie einen komischen Buff drauf hat. Willst du mich verarschen? Noch mehr Skorpione? Hallo? Okay. Ja, ich stecke mich nochmal. Halleluja. Mach die Tür zu. Oh, der ist immer noch da. Ja. Na super. Ja, toll. Ja, und die 1000 Skorpione halt, ne? Wollen wir mal schnell zu den anderen drüber gehen? Jetzt ist der eine Skorpion unsichtbar. Wow. Lockt er sie irgendwie ja, raus? Ich sterb oder nochmal. So ein Scheiß. Was ist das denn für ein Kack? Wow. Immerhin habe ich jetzt ein Schwert wieder. Was für ein Käse. Also, ich hatte. Ah, ja, und er hat 161 Leben. Ja. Ja. Und hat Regeneration, ja, sodass er nicht natürlich stirbt. Mhm, ich mach da mal einen Screenshot von. Ist schon recht. Und steht jetzt unter dem Baum und stirbt natürlich deswegen nicht. Mhm. Coole Sache. Ist klar. So, ich bin zumindest mal wieder drin. What the fuck, ey. Trifft's ganz gut. Also, deinen Steam Dynamo habe ich. Mhm. Den habe ich immer in die Naturkiste gepackt. Was habe ich jetzt, was mir nicht gehört? Den Helm hatte ich vorher nicht. Ich hatte einen Helm und Schuhe, die fehlen mir jetzt gerade. Ja, die hast du hier wieder. Das Ding hatte ich, glaube ich, vorher auch nicht. Stahlschwert hatte ich recht sicher nicht. Ich glaube, ich habe ungefähr das von mir. Mit anderen Worten, nichts Interessantes. Ein Glas fehlt mir. Glas habe ich hier.
Oh, jetzt hat's, glaube ich, der Jojo. Liegt noch da. Ups. Ja, und damit, mit diesem Aufreger, verabschieden wir uns für diese Folge. Bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns hoffentlich lebendig in der nächsten Folge. Ja, und hoffentlich ist der Skelettentyp bald tot, aber der steht immer noch im Baum und unterm Baum und sonstig. Der wird uns noch ein paar Folgen haben begleiten. Wahrscheinlich. Schön. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.